Sümpfpflicht Jens Spahn über Bevorzugung von Gesümpften. Sümpfquote wird entscheiden, Jens Spahn deutet Bevorzugung für Gesümpfte an. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, CDU, hier am 13. Juli in Berlin, macht eure Corona-Einschränkungen im Herbst und Winter von der Sümpfquote abhängig. Eine Sümpfpflicht gibt es in Deutschland nicht, jedoch sollen vollständig Gesümpfte anders behandelt werden als Ungesümpfte, wie Gesundheitsminister Jens Spahn nun betont. Tja, betont. Lass uns mal gucken, was er denn hier so betont zum Gunsten der, die bereits sich sümpfen haben lassen, okay, und ernsthaft davon überzeugt sind. Ja. Was, ich muss hier was abonnieren. Ja, dann lass mal schnell andere Seite gehen. Weil das bringt nichts, wenn wir alles abonnieren müssen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht dieselbe Seite und das sieht so aus. Waren das jetzt nur Cookies oder? Oh mein Gott. Ah, Jens Spahn will Menschen, lass einfach das lesen. Weil das ist nämlich von 8.6. Okay, das ist jetzt auch nicht. Gut, das ist jetzt nicht so. Hier haben wir von. Übrigens, die Flut ist noch nicht gestoppt, gell? Es geht noch weiter. Auch mehr Tote und Vermisste. Okay, vor allem werden aus den Vermissten Tote. Okay. Naja. Ja, 13.7. Wer sich nicht sümpfen lässt, darf sich nicht beschweren. Okay? Das heißt im Endeffekt so viel wie, wir führen eine Sümpfung durch die Hintertür ein, ihr Marionetten, ihr nicht versteht, dass direkte Sümpfpflicht einzuführen theoretisch genau dasselbe ist, nur dass sie bei dem zweiten dich nicht anlügen. Würde heißen, ich kann es verstehen, wenn bestimmte Leute sagen, ja, so eine China-Regierung ist ganz gut, weil die lügen dich zumindest nicht an. Also eine Diktatur ist ganz gut, weil die lügen dich zumindest nicht an. Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts, RKI, Jens Spahn, CDU, Bundesminister für Gesundheit und Bundeskanzlerin Angela Merkel, CDU vor dem RKI, 13.07.17.20, Sümpfen, Sümpfen, Sümpfen. Das ist kurz und knapp zusammengefasst die Botschaft von Bundeskanzlerin Merkel. Und Spahn, es gibt keine Ausreden mehr, Sümpfstoff ist genug da, Termine sind leicht zu bekommen, bitte nutzen Sie die Gelegenheit zu der Minister der Pressekonferenz nach einem gemeinsamen Gespräch mit der Kanzlerin. Also es geht schnell voran, weil das letzte Mal hatten Sie noch nicht mal genug Sümpfstoff da, okay? Trotz der derzeit geführten Diskussion um eine Sümpfpflicht für bestimmte Berufsgruppen, wie etwa Lehrer, beschlossen Spahn und Merkel einen Zwangspiks kategorisch aus. Piks, man muss mit Maßnahmen, die so eine indirekte Impfpflicht sind, gut überlegen. Sagte Merkel auf die Frage, ob Tests wieder etwas kosten sollten, wenn jeder ein Sümpfangebot hatte. Also im Endeffekt sage ich, ja, gut überlegen heißt so viel wie wir machen es einfach. Okay. Gut überlegen.
Gesundheitsminister Spahn machte aber deutlich, dass die Impfung und der damit verbundene Schutz ganz praktisch etwa beim Reisen oder beim Restaurantbesuch mehr Freiheiten bedeutete. Ja, wie bald nicht mehr reingehen einfach. Wer sich heute nicht impfen lässt, darf sich morgen nicht beschweren, wenn er nicht zur Party eingeladen wird, fasste. Und du siehst schon die ersten Partys. Okay, also die Welt ist nicht, du musst dir vorstellen, die Welt ist nicht irgendwie was abseits, wo du nicht tatsächlich diese satanistischen Wicked-Beschlüsse irgendwo in Kraft treten siehst, sondern exakt am nächsten Tag, wenn du in der Stadt bist, siehst du schon den ersten Club offen und die ersten Gesüften Bonabi, ich bin sicher, Leute vor einem Club stehen. Okay, weil es damals schon so war, weil es nichts Neues unter der Sonne gibt. Okay. Also du siehst ja auch alles sich so entwickeln, wie die Bibel das sagt. Keine Angst. Okay. Lass uns mal kurz gucken. Mischief by Law. Was wir so über diese Politik hier in Deutschland sagen können. Psalmen 94 und 20. Shall the throne of iniquity have fellowship with thee? Soll der Thron der Ungerechtigkeit Gefolgschaft mit dir haben? Wer Täuschung und Unheil durch ein Gesetz einführt. Okay. Und das ist natürlich eine rhetorische Frage. Natürlich nicht. Okay. Also Jahwe wird keine Gnade gegenüber Esau zeigen und den anderen Heiden, die da mitmachen. Okay, und diese Flut ist natürlich ein Gericht von Yahweh Barsham Yahweh Shai. Und es wird auch noch weiter und viel grauslige Sachen geben. Okay, das ist ein Tropfen im Meer sozusagen. Buch der Offenbarung 12 und 12. Therefore rejoice the heavens. Also, ja, erfreut euch, ihr Himmel. Also, sprich, all die, die an das richtige Evangelium glauben, das richtige Evangelium haben. Und ihr, die darin wohnt. Zerstörung, wo heißt Zerstörung? Du, the inhabitants of the earth and the sea. Zu den Einwohnern der Erde und des Meeres. Oder des Meeres. For the devil has come down onto you. Also die Täusche sind zu euch untergekommen, wie wir offenbar sehen. Okay, es sind zu viele Beschlüsse, dass du im Endeffekt klar verfolgen kannst, wie es sich alles zu was bewegt. Ganz genau zu dem Malzeichen des Tieres. Okay, den RFID-Mikrochip. Beziehungsweise Part 1, Teil 1 hierzu, die Sümpfung. Okay. Verkaufen, kaufen wird mit beiden möglicherweise nicht mehr möglich sein. Und beides ist wicked, wenn du es tust und die Wahrheit kennst. Okay. Weil wenn du die Wahrheit kennst, dann wirst du beides nicht tun. Zumindest wenn du in der Wahrheit bist, sagen wir es mal so. Having great wrath, also große Wut, großen Zorn. Weil sie wissen, dass sie nur noch wenig Zeit haben. Okay, und du hast definitiv nur noch wenig Zeit, wenn du solche krassen Gesetze rausbringst. Okay, und im Endeffekt Deutschland so zur Spitze treibst, im Endeffekt. Fasste es der Minister in einem Alltagsbeispiel zusammen, diesen Unterschied zugunsten Gesümpfter und Genesener. Werde es immer geben, allein schon wegen der Verhältnismäßigkeit zu sparen. Deutschland sind es inzwischen 43% der Gesamtbevölkerung vollständig gegen das Coronavirus gesümpft. Es sind rund 35,8 Millionen Menschen. 48,8 Millionen, 58,7% sind mindestens einmal gesümpft. Entscheidend in der Altersgruppe Ü60 sind bereits 70% vollständig gesümpft. 35% der Corona-Toten stammten aus dieser Altersgruppe. Ja, also im Grunde gibt es viel zu sagen. Was ich gerade auf Amazon Prime gucke, ich kann dir leider keinen Ausschnitt zeigen, du kannst höchstens den Trailer auf YouTube ansehen. The Walking Dead World Beyond. Ich kann leider keine Screenshots machen von innerhalb
eine Serie, aber ich kann dir mitteilen, dass das Feeling, was darüber kommt, schon ziemlich dasselbe ist. Alle sollen ja angeblich den Virus haben, aber was sie viel mehr haben, ist eine Symptom, die sie kaputt macht. Und auch wenn Zombies so ziemlich das Unwahrscheinlichste sind, was passieren kann, rein biologisch, von allen Krankheiten, die es da gibt. Okay, es gibt so eine Droge, die angeblich sowas in der Art bewirken soll. Deswegen bist du aber trotzdem nicht tot und gleichzeitig lebendig oder irgendwie tot. Also, okay? Würde heißen, wenn du diese Serie schaust, wirst du auf jeden Fall merken, bis auf die Tatsache, dass die Zombies tatsächlich noch am Leben sind und beide ungefähr dasselbe denken. Okay? Nämlich etwas zu verteilen, was schlimmer ist als ein Virus. Okay? Mit ihren ganzen Gedanken. Gut. Okay? Und auch rumlaufen und ungefähr ziemlich bald so ähnlich aggressiv sein werden, kann man fast sagen. Okay, especially wenn es darum geht, dass ESO halt tatsächlich so runterkommt auf die Elektro 175.000 und es so ein bisschen was von Survival hat, weil es gut sein kann, dass du von zu Hause rausgeschmissen wirst und dann ungefähr in derselben Situation bist. Ich meine, statt Zombies, die deinen Kopf essen wollen, stell dir eher vor, Leute, die dich beklauen wollen und draußen vor allem, die dich töten wollen. Okay? Ja, nur so ein kurzes, ja, so ein kurzes Review oder kurze, weil ich halt nicht gern extra ein Video darüber mache. Okay, weil wir nicht mal wissen. Direkt, okay. Naja, im Endeffekt sind wir keine Prepper, ja, deswegen tun wir uns so gesehen nicht direkt darauf vorbereiten, außer im Spirit. Deswegen will ich kein extra Video darüber machen, aber so ungefähr verhält es sich mit dem Virus. Okay, sowas in der Art hast du. Und was wir, wie gesagt, lebende Zombies haben. Entschuldigung. Sure.